Sie empfehlen? Das kostenlose Girokonto der Sparda-Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Zeitungszeit auf der Consumenta, der größten Verbrauchermesse Nordbayerns. In Halle 9 das Podium der Nürnberger Nachrichten. Hier gibt es täglich um 11 Uhr interessante Gäste. Heute interviewte Steffen Radlmeier, Ressortleiter des Feuilleton, den Direktor des Nürnberger Staatstheaters. Wegen des Umbaus des Schauspielhauses fühlt sich Klaus Kusenberg fast schon wie der Direktor eines Wanderzirkus. Momentan werden die Produktionen nämlich in verschiedensten Ausweichquartieren gezeigt. Zum Beispiel in der Tafelhalle oder in der Kongresshalle. Das Spielzeitmotto lautet Schuld. Wenn man Theater spielt auf dem Reichsparteitagsgelände, kann man die geschichtliche Belastung ja nicht ignorieren. Hätten wir das getan, hätten wir Schwierigkeiten bekommen. Jetzt, da wir es tun, ist es auch nicht einfach, weil das Theater nicht dazu da ist, die großen Menschheitsprobleme einer endgültigen Lösung zuzuführen, sondern wir sind ja eher dazu da, die Fragen zu stellen. Und die Kategorie Schuld soll auch nicht anspielen auf die Kollektivschuld der Deutschen, die uns nach wie vor niederdrücken soll und beschäftigen muss, sondern es ist zunächst mal eine uralte Kategorie des europäischen Theaters. Daraus ist die Tragödie entstanden. Es stehen also nicht nur Stücke mit nationalsozialistischer Thematik, wie des Teufels General, auf dem Spielplan. Eröffnet wurde die Spielzeit mit einer klassischen Tragödie, der Orestie. In Zukunft will sich das Theater aber noch mehr von der Thematik lösen. Ihr reagiert ja auf diesen Ort auch damit, indem ihr das Gegenteil dessen tut, wofür es eigentlich bestimmt war. Also das heißt, etwas über die Thema Migration, Zusammenleben verschiedener Kulturen und so weiter. Und das wird sicher in der nächsten Spielzeit eine größere Rolle spielen. Im Spätherbst 2010 soll das neue Schauspielhaus wieder eröffnet werden. Nach den Interviews erwartet die Besucher auf dem NN-Podium jeden Tag ab 14.30 Uhr ein buntes Showprogramm. Unter anderem mit Live-Musik der Zeitungsband.